Guten Abend und herzlich willkommen zum Chillout-Abend. Heute bla 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 bla. Geht doch. Ich hoffe nur, das Viech greift mich nicht noch einmal an. Tja, das hoffe ich jetzt auch mal. Madora hat nur noch 128 Leben, das ist natürlich auch blöd, aber ich habe keine Schriftrolle mehr und die hat keine Heiltränke mehr. Hahaha. Super. Tja, das ist jetzt echt scheiße. Ja. Ich hätte noch Schriftrollen, aber. Ich weiß nicht, ob ich es dir geben kann. Also jetzt nicht. Jetzt habe ich gerade ausprobiert, aber überhaupt wegen während des Kampfes weiß ich jetzt nicht, ob ich das dir geben kann. Ja. Warte mal, ich schau mal, kann ich ihr einen Heiltrank geben? Kannst du das? Kostet das was? Nein, es kostet nix. Okay, geil. Aber Moment, ich habe es jetzt bloß gegeben, aber ich kann sie ist jetzt nicht unbedingt einflößen, ne? Haha. Das kannst du selber machen. Ja. Okay, jetzt weiß ich nicht, soll ich die Krabbe da angreifen oder Aktionspunkte aussparen auf nächste Runde? Hm. Das eine Krabbe vor dir. Hast du Gelegenheitsangriff oder irgendwas? Ja, ja, schon. Also ich glaube, ich spare die Punkte lieber auf. Okay. Ja. Dann no risk, no fun. Ah, jetzt aller kann ich aber den Heiltrank schlürfen. Jo. Na, immerhin. Und angreifen kann ich den auch noch, das ist gut. Jawohl. Immerhin irgendwas. So, jawohl, verfehlt. Ja, okay. Scheiße, getroffen. Oh, leck. Oh, verfehlt, okay. Jawohl. Verfehlt. Und komm nochmal verfehlen. Oh, nochmal verfehlen. Nochmal verfehlen. Scheiße. Oh, scheiße. Oh Mann, und jetzt kommt der Riesenpenner. Oh nein, nicht schon wieder Säure. Doch. Oh, leck. Ah, der Boss ist so nervig. Oh, leck. Nein. Scheiße. Du bist gleich tot, Mann. Das ist so nicht cool. Soll ich dich heilen? Es wäre ganz nett. Weil du es bist. Kacke. Ich bin so gut wie komplett am Arsch. Jo, das ist echt nicht cool. Wie viel kostet das nochmal? 3 benutzen. Oh, jetzt gehe ich zu diesem Penner hin. Jawohl. Ah, Mann, warum macht man nur so wenig Schaden? Ne, der ist halt ein bisschen stark. Ach, echt? Ja. Jawohl. Ja, und jetzt ist er wieder dran. Noch nicht. Hehe, verfehlt. Oh, scheiße. Oh, ich bin tot. Wenn der mich angreift, bin ich tot. Oh, shit. Nein, du bist noch nicht tot. Willst du mich verarschen? Jetzt Alter, hat er auch noch eine Giftwolke gemacht. Was macht denn der Kerl alles? Aber jetzt hat er sich selber vergiftet, immerhin. Weißt du, was ich kann? Ich kann jetzt einen Feuerball reinwerfen. Ja, das machst du. Das ist ganz toll, die Idee. Das... Wenn ihr da rauslauft, wäre das ziemlich cool. Ja. Ja. Dann läuft er aber auch wahrscheinlich raus, deswegen. Ja. Ich meine, wir könnten zwar riskieren, aber. Ich habe übrigens Teleport nächste Runde. Ich könnte ihn teleportieren nächste Runde. Ich müsste mich irgendwie heilen, das ist so übel. Also, soll ich nochmal dich heilen? Warte mal, läuft die Heilung nicht noch bei mir? Die läuft ja noch bei mir. Die läuft. Ich hoffe nur, dass ich sie sofort stacken kann. Also, dass ich dich einmal sofort heile und das andere sich einfach stackt. Ja, dann mach das, weil ansonsten bin ich definitiv geliefert, ey. Was hast du gerade geheilt? Ich habe dich geheilt. Nein? Habe ich ihn geheilt? Ja, geil. Ich hab geheilt. Wie geht denn sowas? Ich hab dich angewählt. Vielleicht hat er sich genau in dieser Millisekunde rübergebeugt, ne? Oh, das ist doch scheiße. Das ist jetzt echt nicht cool. Ich weiß. Oh, fuck. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich gehe jetzt, ne, du machst ja Feuerball nächste Runde, ne? Das habe ich vor. Kannst du da was? Was ist das? Das war eine Ratte, ich habe schon Angst bekommen. okay. Und ich gehe jetzt auch mal dahinter. Natürlich.
Oh. Natürlich. Oh, 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 scheiße. Wie viele Wiederbelebungsdinger hast du? Lass mich gucken. Ich glaube nur eins. Jo. Was hast du? Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr. Gar nichts mehr? Okay. Achso, stimmt. Da war doch letztens was. Versuchen wir es. Alter, kann ich jetzt nicht einfach mal browsen? Hier, das Inventar. Ich kann das Inventar nicht browsen. Das ist schon schmarrig. Ich kann nicht mein Inventar angucken. Ich kann nur das von der Madora gerade anschauen. Das ist natürlich echt super geil. Mhm. Also, die wird sterben. Halt, Blutung, Verkrüppelung und Krankheit. Und wie viele Aktionspunkte? 3. Jetzt verpiss dich. So, oh nein, oh Mann, die ist. Der ist noch drin. Ja, aber du. Vielleicht nicht mehr. Bei seiner nächsten Attacke bist du nicht mehr drin. Ja. Oh, okay. Nächste Attacke wird es nicht geben. Ja, so viel dazu. Ihn ist nur warm. Okay, alles klar. Weglaufen, scheiße. Das ist die einzige Möglichkeit, mehr kann ich nicht machen. Das ist so blöd. Ja, der muss uns nur noch küssen. Der muss uns echt nur noch küssen. Wahnsinn. So ein Kack. Ja. Ey, wenn wir das überleben, dann feiere ich, aber... Der ist, glaube ich, weniger. Das glaube ich auch nicht. Ist da irgendwo ein Gegner in Sicht? Vielleicht schaffen wir das ja noch, deswegen. Wie viel kostet denn dieser Skelett in der Klasse? Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen. Moment, du hast doch eine Beschwörungsrolle bekommen. Was für eine Beschwörungsrolle? Element irgendwas. Ach ja, stimmt. Das wäre ein guter Zeitpunkt. Zumindest für die Ablenkung. Wenn du ihn einfach direkt davor, vor den großen Viech da absetzt. Ja, das Problem ist nur, dass das 7 kostet. Und was ich hab 8, aber. Aber? Na gut, vielleicht erwischt er mich nicht mehr. Aber die scheiß Krabbe ist halt hinter mir her. Wenn die mich jetzt noch erwischt, egal. Naja, gut, egal. Ist echt egal jetzt. Gut, es kommt wenigstens noch im Anschluss dran. Das ist schon mal gut. Ja. Ja, und jetzt verpisse ich mich einfach mal weiter weg, auch wenn das nicht wirklich viel Sinn macht, aber gut. Die wird die Madora kaputt machen. Wie geil! Okay. So, bitte. Warte mal, was ist das? Stechender Eissplitter. Verschießt einen einfrierenden Eissplitter, der 41 bis 43 Wasserschaden verursacht. 55%ige Wahrscheinlichkeit, den Statuseffekt eingefroren zu verursachen. Tja. Einmal zuschlagen kostet 5 Punkte. Oder das da kostet 5 Punkte. Und ich habe nur 9, das heißt, ich kann danach nicht mehr machen. Was soll ich ausprobieren? Jetzt müssten wir halt wissen, was sie an normalen Schaden macht. Ja. Also ich will versuchen, wirklich zu vereisen. Ja, okay. Tja, immun gegen Einfrieren. Jetzt wissen wir es aber. Haben wir das nicht vorhin schon mal herausgefunden? Ich glaube, da war Einfrieren fehlgeschlagen oder so. Okay, was soll's hoffentlich, oh nein. Was fehlt? Was, das war's? Oh nein. Oh, oh. Oh, leck mich. What? Was tut? Der hat nichts gemacht. Der hat nichts gemacht. Ja, das ist schön. Dann versuche ihn zu killen. Bitte tu es einfach. Oder nein. Ich versuche ihn wegzuporten. Das ist schon mal eine Idee gewesen. Ja, weg von uns. So. Aber jemand muss die Krabbe killen. Jemand muss die Krabbe killen, ja. Sonst ist er nicht tot. Aber du solltest dich vielleicht erstmal heilen. Mit was denn? Du hast nichts mehr? Ich hab nichts mehr. Das ist schlecht.
Warte mal kurz, ich schau nochmal, aber... Hast du was zu essen? Ja, ja, hab ich noch. Hab ich ja tatsächlich noch was. Aber, warum... Da steht halt nie wirklich, wie viel das heilt, ne? Das ist irgendwie nervig. Egal. So ein Braten oder so halt um die 50, ein bisschen weniger. Okay, aber jetzt kann ich halt die Sturmattacke nicht mehr machen, um die Krabbe zu killen. Madora? Aber die Madora könnte es eventuell tun, Dings. Was? Das ist so übel. Das ist der schlimmste Kampf ever. Und ja, er dauert schon über eine halbe Stunde. Ach du Kacke. Okay, warte mal, dann fresse ich noch was, weil ich da hinten ja eh nichts zu tun habe. Und auch nichts mehr machen kann, weil ich kann die jetzt nicht zur Hilfe eilen oder was. 7 macht es! Ha! Wahnsinn! Ich kack mich ein. Das ist super. Was? Ja, okay. So, Madora. Bitte, bitte würfeln um. Fuck! Du bist nächste Runde tot. Das Element ist noch dran. Das Element ist noch drin, ja. Okay, mit der Madora kann ich echt nichts mehr machen. Außer vielleicht abhauen. Ja, das Element kann den vielleicht noch einfrieren. Ja, aber also den Speer kann ich erst in 3 Runden oder so benutzen. Okay. Kritischer Treffer und... Hallo? Was? Wieso hat er volles Leben? Willst du mich verarschen? Okay. Der hat immer noch volles Du willst mich verarschen. Ach komm. Der verliert nichts. Der hat doch eben schon was verloren. Madora hat den Tod abgewehrt, okay. Wie viel Leben hat er denn noch? Was, sie? Ja. Sie hat, 1. Ah, oh, das ist ja witzig. Oh, leck. Das ist echt ein pissblöder Kampf. Tja. Ich meine, falls hier einer verreckt, man kann immer noch in die Stadt und vielleicht eine Wiederbelebungsrolle kaufen. Ja. Vielleicht. Aber wir sollten erstmal gewinnen. Aber erstmal will ich gewinnen, ja. Oder wollen wir, besser gesagt. Versuchen wir jetzt endlich mal diesen Riesenpenner zu killen, weil die Scheißkrabbe verliert anscheinend eh kein Leben, aus welchen bekloppten Gründen auch immer. Also pass auf, ich habe hier eine Schriftrolle der geringen Heilung. Außerdem 4 Heiltränke. Das ist schön, dann schmeiß doch mal ein paar zum schmeiß mal ein paar zum Madora rüber. Was sind die Tränke? Hier sind die Tränke. Oder. Ja. Weil ich glaube, wenn ich jetzt nimm, wird es glaube ich wenig bringen. Wobei. Ja, also, dich wird er jetzt wahrscheinlich erstmal nicht angreifen, sondern das Wasserelementar. Das stimmt. Falls er das überlebt. Falls er überlebt, ja. Also die Tränke. Mensch. Wie viel soll ich schicken? 2 Stück schicke ich an die Madora, ne? Ja, mach mal. Und 1 an dich, ne? Hätte ich gesagt. Das könntest du tun, ja. Okay. Ich habe noch 4. Ich würde mich gerne heilen. Und dann ist mein Zug beendet. Geil, okay. Wie er halt nichts geheilt hat. Ah doch. Hat doch, nichts doch angezeigt. Okay, bei mir hat er nichts angezeigt. Echt? Oh, ich hab's schon gesehen. Kann ich wenigstens die Rüstung jetzt anziehen? Ja, das könnte ich. Aber dann hast du keine Aktionspunkte mehr. Ah, dann habe ich gar nichts mehr, ja. Scheiße. Aber ich kann einfach nicht nach vorne gehen mit dem. Mit dem Leben. Weil der hat nur noch 102 Leben, ne? Ja. Komme ich überhaupt zu dem hin? Nee, zu dem komme ich überhaupt nicht hin. Und zu der blöden Krabbe auch nicht. Na klasse, das bringt ja gar nichts. Dann ziehe ich jetzt den Gwarf mal. Das Gwarf da mal auf. Oder? Ach, ich laufe einfach mal hin. Ich riskiere den Scheiß jetzt einfach. Also, nimm noch Leben, ne? Wenn du kannst.
Das ging gerade so noch perfekt auf. Okay. So, mit der Madora kann ich nicht den großen Heini angreifen. Kannst du die Krabbe angreifen? Ich könnte die Krabbe angreifen, aber ich könnte auch eine vernichtende Faust auf den auf das Quellenscheußwammer drauf klatschen lassen. Aber nimm zuerst erstmal Leben. Aber die, ah ja, die Heiltränke, stimmt. Stimmt, ja. stimmt. Die Heiltränke. Wenn ich die zwei genommen habe, dann war's das mit meinem Zug. Kannst du nichts mehr machen, okay. Nein. Tja. Ja, das war's dann. Und der tötet ihn jetzt bitte. Oder auch nicht. Genau, 22 Schaden. Ja, das war echt süß. 21. Ja, es geht schon. Solange das Viech für Ablenkung sorgt, ist es, hat es seinen Dienst geleistet. Solange es das tut, aber es schaut jetzt gerade nicht unbedingt danach aus. Aus, natürlich ging es auf mich. Alle beide. Oh, okay. Killen, den endlich tot machen. Er nervt. Er nervt so tierisch. Das ist nicht mehr normal. Oh, Mann. Super, 12 Schaden, Wahnsinn. Ja, jeder kleine Pupschaden bringt jetzt was. Das ist jetzt echt. Das nervt einfach bloß noch. Der muss sterben. Der muss endlich sterben. Okay, ich versuche noch was. Irgendwie Schaden reinwürgen. Ich kann nichts machen. Shit. Ich kann. Was kann ich denn? Ich wechsle noch die Waffe. Das ist alles. Ja, oder du haust jetzt einfach noch was auf ihn drauf. Ich kann nichts. Ich kann höchstens noch versuchen einzufrieren, aber der ist sehr immun. Ja, der ist außerdem immun, kann ich versuchen ihn einzuölen. Das sind die einzigen zwei Dinge, die ich machen kann jetzt. Okay. Ja. Und wenn ich die Waffe wechsle, mache ich schon ein bisschen mehr Schaden. Außerdem mache ich halt noch. Egal, ich versuche ihn einzuölen. Naja, mach mal irgendwas. Naja, hat natürlich nicht funktioniert, warum auch immer. Ja. Oh Mann, ich werde sowas von drauf gehen. Ich habe bloß noch 76 Leben. Aber vielleicht ist mit. Oh, jetzt ist er nicht mal in Brand gegangen. Okay. Das ist jetzt schlecht. Ja, das ist es. Und die wird jetzt definitiv drauf gehen. Die hat nichts mehr. Warte mal. Ich kann diesen Rundumschlag machen, der kostet 6. Okay. Bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Okay. Komm schon. Naja. Oh. Er hat noch 48. 48 und das Wasserelementar macht nur 22. Ach du Kacke. Kann aber nur einmal angreifen, ne? Hast du Speer? Kann der einmal oder zwei? Ne, der kann nur einmal angreifen. Speer? Nee, Speer geht nicht. Scheiße. Aber ich bin danach noch dran. Nein, bist du nett? Naja, wenn ihr alle tot seid. Ja, genau, dann bist du dran. Oh, scheiße. Ah, das war klar. Greif ihn einfach nochmal an, tu es einfach. Scheiße. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Alter. Wow, okay. Was macht er? Ja, der killt mich. Oder sie. Hat den Tod abgewendet schon wieder? Okay, jetzt vergiftet er sie, dann war's das. Das war's. Sie ist schon mal tot. Aber jetzt endlich hoffentlich auch mal. Ich meine, ich werde auch sterben. Definitiv, ich habe bloß noch 8 Lebenspunkte. Ich kann ernsthaft kein zweites Mal angreifen. Mir fehlt genau ein Punkt. Langsam fehlgeschlagen, scheiße. Ah, komm! Ah, komm, 11 Leben! Der will mich jetzt komplett verarschen. Nein! Nein! Oh, plus auf! Alter, was? Und jetzt stirb, bitte. Stirb einfach. Ja! Warum war denn der jetzt weg? Das aber ich kann glaub, doch wohl nicht wahr sein. Aber ich glaube, gegen die Krabbe verliere ich. Oh Mann.
Kannst du nicht zufälligerweise wegporten oder so? Zwei Runden brauche ich noch. Alter Scheiße. Aber ich kann das auf mich wirken. Ah, das ist schon mal ein guter Plan gewesen. Naja, gut. Also ich kann nächste Runde wegporten. Jetzt esse ich was. Ja. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So. Tschüss, ne? Er ist nicht tot. Egal. Aber immerhin muss er einen guten Laufweg hinten. Ich glaube, das schaut so geil aus. Ja. So, mach ihn kaputt. Ein Punkt fehlt mir noch. Sehr gut. Ja, mach nur. Mach ihn jetzt endlich kaputt, bitte. Nimm diese Last von mir. Ja! So, das ist jetzt ganz toll. Also drei Rollen brauche ich. Ja, schau mal in die Stadt und... Also eine habe ich da. Eine hast du da, dann kannst du mich ja mal... Ich würde dich als erstes wiederbeleben. Das fände ich voll nett. Wo ist denn Madora überhaupt? Alles egal. Oh. Jawohl. Okay. Auferstanden von den Toten. Alter Latz. Wo ist denn die Madora? Da ist die Madora. Okay. Okay, die ist, ja, so ein kleiner Haufen. Und der Jahan, wollte ich schon sagen. Der Jahan ist, oh Mann. Ja, oh, leck. Warte mal. Ich hab noch zwei. Du hast noch zwei. Jawohl, du hast noch zwei. Ich hab noch zwei. Leck mich am Arsch. Ich hab halt noch zwei. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Alter. Sorry für das Alter, aber das Alter passt jetzt hier gerade so gut. Boah. Das war der schlimmste Kampf ever. Das war der knappeste Kampf, der harteste Kampf in der ganzen Lebensgeschichte des Hamlets und Crackadenius. Ja. Krakatoramius. Sorry. Aber ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Oh, scheiße. Okay, die Folge wird gesplittet, sonst dauert es eine Dreiviertelstunde am Stück. Aber. Das ist der. Alter. The Epic Fight of the. Fucking Shit. Der Epic Fight of the Fucking Shit. Gut, so nennen wir die Folge. Ja. Part 1 und Part 2. Das gefällt mir, das machen wir jetzt. Okay. Gut. Somit, oh. Wahnsinn. Das ist jetzt gerade so wie nach einem kräftigen aufs Klo gehen. Somit, oh. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt, Leute. Ihr seht, ihr sind ein bisschen mitgenommen. Ich hab tausendmal, ich bin halt ein scheiß Pessimist und hab schon 10.000 Mal die Hoffnung verloren. Aber, oh. Ach, nichts, ich auch. Ich bin ein Optimist. Ja, selbst ein Optimist kackt rein bei sowas, danke. Gut, somit vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Servus. Ciao. Guten Morgen, Mittag, Abend oder Tag im Allgemeinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Falls ihr weitere Let's Plays angucken wollt, dann klickt doch der Solette, die da auf der Couch sitzt, einfach voll in die Fresse. Und dann kommt ihr auch schon zu den ganzen Let's Play Playlists und könnt euch da in aller Ruhe mal umschauen. Das war's von meinerseits und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.